Hallo, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Ja. Ich bin gerade hier jetzt mit der Familie unterwegs auf unserer Fahrt durch Sembalun und ich mache ein bisschen Video jetzt hier, während ich dann Ihnen auch schon ein bisschen was von der Landschaft von diesem Ort dann zeige. Dann kann ich auch schon ein bisschen Ihnen was dazu sagen, was hier in Sembalun gibt. Ja. Besonders bei uns hier in Sembalun sind zurzeit so viele Hotels zu finden. Ja. Und man kann auch schon hier übernachten. Hier links zum Beispiel, da sieht man auch schon ein Hotel. Ja. Das war ein Rinjani Hotels. Das eigentlich man hier von dem Ort hier anfängt, ja, um den Berg Rinjani zu besteigen. Ja. Normalerweise dauert es dann 2 oder 3 Tage, aber im Schnitt dann dauert es dann 3 Tage, dass man einen Tag dann hochläuft. Ja. Da übernachtet man eine Nacht kurz vor dem Gipfel und dauert dann sehr früh morgens, dann geht man sehr früh auf, circa um 3 Uhr. Und macht man die Besteigung zum Gipfel, das vielleicht nur 200 oder 300 Meter weit entfernt, aber dafür braucht man ja viel Zeit hochzugehen. Ja? Also die Wanderung fängt ja von diesem Ort an, ja? Also dieser Ort heißt Sembalun Lawang, ja? Oder man kann auch schon von Sembalun Bumbung anfangen mit der Besteigung, aber natürlich man kann von den beiden Seiten oder von den beiden Dörfern dann anfangen, also für eine große Wanderung nach Rinjani hoch. Ja. Wie gesagt, man braucht schon 3 Tage, 2 Nächte. Also kurz vor dem Gipfel, dann übernachtet man die erste Nacht und dann die zweite, den zweiten Tag, dann geht man ja hoch ja, zu dem Gipfel. Früh bricht man auf, circa um 3 Uhr, wie gesagt, 3 Uhr, dann läuft man circa ein paar Stunden, 2 Stunden hoch, ja, weil es dann auch Sand gibt, ja, also der Fußweg, ja, also ist voller Sand, ja, dass man auch schon ein bisschen langsam dafür braucht, ja, also ein bisschen längere Zeit dafür braucht, bis zum Gipfel zu gehen. Aber wenn man da oben schon auf Gipfel ist, ja, dann ist man schon bei dem Sonnenaufgang dort, ja. Also wir sind jetzt in Sembalun Lawang, ja. Also da gibt es hier in der Nähe, da ist eine Moschee, da sieht man auch diese Moschee da, ist noch nicht so fertig, aber vor der Moschee ist ja eine Station, ja, also das Büro, wo sich dann anmeldet, bevor man hochgeht hier zu dem Vulkan, ja, für die Besteigung. Ja. Also rechts zum Beispiel ist ja das Büro für die Besteigung, da sieht man auch noch Leute gerade mit dem Vierradantrieb, ja, gerade von dem Berg hier zurückgekommen vielleicht, ja, die sind vielleicht 3 Tage schon unterwegs gewesen, ja, dass man auch schon hier anfängt, dann auch endet diese Wanderung hier. Man kann auch schon anders machen, dass man hier anfängt, ja, dann endet die Wanderung da in der andere Ecke, ja. Das ist ja in dem Wasserfall, in der Nähe von dem Wasserfall, ja. Es gibt ja 2 Optionen. Man fängt hier an und dann endet dann in Senaru, ja. Oder man kommt hier wieder zurück, ja. Also je nachdem, wie man das machen will, ja. Also, das ist ziemlich beschäftigt. Wir sind im Zentrum von Sembalun, ja. Und dann, wir sehen gerade auch Touristen, ja. Wie gesagt, links hier auf dem Lastwagen, ja, also auf dem Vierradantrieb gerade sind die von dem Gipfel oder von der Wanderung zurückgekommen, ja. Und wie gesagt, das ist ja ziemlich beschäftiger Ort, ja, besonders, das erkennt man ja von dem Verkehr, ja. Es hat gerade geregnet hier oben und dann man sieht auch die schöne Landschaft links und rechts ganz vorne da sieht man ja Tolgasingan oder vielleicht auf Bukit Selong heißt das, von wo aus man auch schon schöne Landschaft von dem Ort hier hat, ja, oder genießen kann, ja. Aber wie gesagt, hier ist dieser Ort ziemlich beschäftigt, viele Menschen sind zurzeit unterwegs, es hat gerade geregnet, ja, vielleicht, ich sehe gerade auch schon da die Wolken oben auf dem Berg,
dass vielleicht auch regnen kann, ja, oben, ja, wenn wir dann auf Pusuk sind, ja, vielleicht regnet es ja noch da, ne? Man sieht auch schon Leute hier, zum Beispiel die Damen da auf dem Roller, also da die meisten Frauen oder die meisten Leute hier Muslimis sind, ja, und dann tragen die Frauen oft die Kopfbedeckung. Das ist normal bei uns hier, dass die Muslimen auch die Regel nach der islamischen Religion auch einhalten, ja, besonders die Frauen. Männer tragen meistens dann auch schon, es gibt ja keine große Regel, nicht so viel Regel, aber die Frauen tragen oft ja diese Kopfbedeckung, die sogenannte Hijab, ja, und das trägt die Frau hier vorne, ja, also die Frauen fahren ein bisschen langsamer und dann müssen auch schon ein bisschen hinterher fahren, ja, also müssen sie, wenn sie dann halt auch schon ein bisschen sportlich sind, ja, wenn sie dann hier gerade unterwegs sind, hier bei uns auf Lombok, dann können sie dann halt überlegen, hierher zu kommen nach Sembalun, ja. Schöne Landschaft hier während der Wanderung. Ich war selber auch schon früher zu meiner Teenagerzeit ja auch hier gewesen. Ja, jetzt in dieser Zeit bin ich noch nicht da, aber laut Leuten würde ich sagen, also sei der Weg auch schon viel besser, dass man auch schon gut laufen kann. Früher gab es dann wenig Möglichkeit, ja, also dass man irgendwie also als Teenager natürlich hat man auch schon, hätten wir irgendwie mal so einen Guide geholt, ja, für die Wanderung, aber das haben wir nicht gemacht. Wir waren ungefähr 10 Teenager, ja, waren wir dann oben auch, ja, und haben wir auch schon ein bisschen was von dem Ort genießen, also genossen früher, also würde ich sagen in 80er Jahre, ja. Jetzt ist natürlich ist im Ballen auch schon ein bisschen entwickelt, ja, also die Straßen sind gut, ja, wie Sie dann jetzt hier sehen, schon schöne Straßen oder gute Straßen, dass man auch schon mit Roller hier gut fahren kann oder mit Autos natürlich kein Problem, ja. Und das Leben der Einheimischen natürlich ist ja noch sehr ziemlich traditionell, aber es gibt dann auch schon viel Einfluss von dem Tourismus oder von dem, sage ich mal, von dem westlichen Leben, dass die Leute auch Touristen kennen, die halt dann auch schon ein bisschen leichter anziehen, ja, das ist dann ein bisschen leichter anziehen, nicht wie die Einheimischen, die Frauen meine ich besonders, ja, dass die Frauen voll bedeckt sind, ja, oder die tragen auch Sarung. Sarung ist einfach, was man hier unten tragen an den um die Beine zu decken, ja, das kann man, denkt man auch schon an die sogenannte Sarung auf Bali zum Beispiel, was man bei einer Besichtigung eines Tempels trägt oder tragen muss, ja, dann hier ist ja auch, das ist ja normal bei uns, ja, das gehört zu dem Alltag, dass die Frauen die sogenannte Sarung hier bei uns tragen oder sogar die Männer, ja, die Männer tragen oft Sarung, ja. Also so grüne Landschaft hier in dem Ort, ja, da sehen wir dann auch schon hier vorne bei Sembalun Lawang auch der Berg, der wird auch schon oft von Jugendlichen bestiegen, ja, dass die Jugendlichen hier unten irgendwie Camping machen, ja. Und was bekannt ist von dem Ort hier, das ist eine große Farming heißt es, ja, in Sembalun, ja. Da gibt es dann Strawberry, Erdbeeren, ne, oder Kartoffeln, ja, was bei uns ja eigentlich nicht so ganz üblich ist, ja, dass man hier Kartoffeln isst, ja, aber die gibt es dann bei uns ja in vielen, sagen wir mal, Franchise-Geschäfte wie McDonald's zum Beispiel oder KFC, Kentucky Fried Chicken, dass man, was heißt das, so Kartoffeln hat, ja, also Chips, ja, so etwas, ne, also sowas findet man meistens dann in vielen westlichen Restaurants, da gibt es bei uns ja diese McDonald's oder KFC, also das kennen die Einheimischen auch, die gehen gerne hin, ja, besonders in der Stadt, aber in einem kleinen Ort wie Sembalun jetzt, ja, da gibt es natürlich nicht, ja, und ja, das ist nicht so ganz üblich. Natürlich, dann die essen meistens dann Reis. Reis ist halt dann ein Muss, ja, also dass man morgens
zum Beispiel viel Reis isst, ja, oder mittags auch Reis, abends auch Reis, also dreimal am Tag, ne? Also wenn man halt dann als Europäer hier lebt, ja, dann natürlich ist ja kein Problem, weil man auch sowas findet, ja. Da gibt es auch große Farming von Äpfel, ja, die meisten Früchte kriegen wir von Java, oder sagen wir Äpfel, oder man kann auch schon, wie gesagt, Strawberry, also die drei Dinge sind meistens, oder Tomaten, Chili, Pfeffer, also werden hier meist alles, also viel angebaut hier, deswegen kriegen wir oft dann von Zimbalun viele Gemüse oder Früchte, ja, also in vielen Märkten dort unten im Süden, ja. Wir sind gerade ca. 1500 Meter über dem Meerspiegel, also Zimbalun ist halt ja wie ein Graben, ja. Sagen wir mal, vielleicht früher in der alten Zeit hat es dann, ist der Berg oder der Vulkan früher ganz heftig ausgebrochen, ja. Und dass man das irgendwie mal so Graben gibt, ja, also wir haben mal Grube sowas, ne, also das war vielleicht auch schon Wasser da und ist aber jetzt schon trocken geworden, dass Menschen hier leben, ja, die bauen Häuser auf, ja, und ja, dann die leben halt sehr normal. Die Temperatur ist temperaturmäßig wäre dann vielleicht schon warm, ja, also zu dem europäischen Verhältnis vielleicht, ja. Vielleicht kann ich auch schon sagen, vielleicht um die 25, 26 abends vielleicht 20 Grad Celsius, ja. Das wäre wunderbar, ja, also für die Europäer. Aber für die Einheimischen ist diese Temperatur natürlich ziemlich kalt, würde ich sagen, dass die Einheimischen schon Jacke dafür tragen muss, ja. Ich zum Beispiel bei kalt ist es schon, wenn es dann schon bei 25 Grad Celsius liegt, ja, dann kann ich nicht so einfach so laufen im Freien, ja, also muss ich auch schon immer Jacke tragen, ja, 25, 20 wäre auch schon sehr kalt für uns, ja, aber die Einheimischen hier in Zimbalun natürlich, es ist dann schon angenehm, ja, die sind ja gewohnt damit, ja. Sehen Sie links, ja, hier die Häuser, die haben sehr weiße Dächer, rechts auch ein bisschen, ja, also die meisten, also die Leute wohnen hier direkt an der Straße, weil die dann auch neben der Straße ist ja auch schon eine gute Chance, irgendwie mal Geschäft zu machen. Die können auch schon ein kleines Kiosk aufmachen und dann etwas dann hinstellen zu verkaufen, besonders wie gesagt, ja, die haben auch schon genug Strawberries, da Erdbeeren, Äpfel, ja, und dann da werden die dann verkauft für die Leute, die gerade hier vorbeifahren, ja. Wir sind in Zimbalun Bumbum, ja, also es ist ziemlich viel los jetzt in Zimbalun. Ich sehe gerade auch schon viele Motorräder, ja, also da gibt es dann irgendwie so eine Art von Sportveranstaltung, vielleicht Presean, ja, oder das ist ja eine Art von Presean, ist eine Art von Kampfsport, ja. Also wenn die Trockenzeit zu lang dauert und die Erde zu trocken geworden ist, ja, dann wird es sowas veranstaltet. Aber ich sehe, das wäre kein Kampfsport, kein Presean, aber ich würde sagen, ich habe gelesen, auf linken Seite ist ja so ein großes Schild, ja. Das ist dann ein Fußballspiel, ja, also Veranstaltung. Sehen Sie auch, die viele Motorräder, die sind ja schon am günstigsten bei uns hier, also dass jeder sowas kaufen kann, ja. Aber natürlich nicht alle können das Cash zahlen, in Bar alles zahlen, ja, oder Cash auf einmal, ja. Aber dann müssen die normalerweise in Raten zahlen. Also ungefähr dauert es dann 4 Jahre, 5 Jahre. Ich habe für Ruhe auch schon oft sowas in Raten bezahlt und es hat dann circa 2 oder 3 oder sogar 4, 5 Jahre gedauert, ja. Und dann erst nach 5 Jahren oder nach 4 Jahren haben wir hundertprozentig den Roller oder diese Moped, ja. Verlassen wir jetzt den Ballon Bumbum, ja, also es geht ja Richtung des Berges dort oben, ja, also ein bisschen bewölkt, ja.
Dann sehen Sie die vielen Geschäfte links und rechts, ja, also das sind alle Geschäfte von den Einheimischen, die Rohstoffen verkaufen oder Rohstoffen. Was heißt Rohstoffen? Das wäre, ich meine Gemüse, ja. Ich kann ja kein Rohstoff sagen, aber Gemüse, wie gesagt, die Pfefferoni, da gibt es auch schon Kohle, also Kohl, ja, da gibt es dann, wie gesagt, auch schon Strawberry, Äpfel, Kartoffeln, ja. Ja, da sehen Sie gerade so die schöne Landschaft links und rechts, ja. Es regnet ein bisschen, ja, aber dann auch die Straße geht auch schon ziemlich steil hoch von hier aus, ja. Wenn Sie dann zum ersten Mal hier da sind und noch nicht gewohnt sind, also mit dem Ort, ich meine die steilen Straßen oder Verkehr zum Beispiel, da muss man schon ein bisschen üben, ja. Aber natürlich dauert es ja nicht lang, ja. Wie man hier hochfährt, ja, durch die steile Straße, und für diejenigen, die noch nicht lange hier da sind, ja, natürlich müssen Sie das lernen, ja. Also die Gänge wechseln, Bremsen, ja, muss schon perfekt sein, ja. Ich fahre schon oft mal hier durch, ja, also diese Ecke. Und natürlich bin ich, muss ich sagen, gut trainiert, ja. Und ja, dann muss man halt probieren. Also mit dem Roller wäre es einfacher von der Straße her und ja, auch schon von der Gewohnheit, vielleicht kann man auch schon ein bisschen besser lenken, ja, aber natürlich Roller, wenn man nicht gewohnt ist, ja, natürlich kann auch schon gefährlich sein, ja. Ich habe auch schon oft mal Leute gesehen, die Probleme haben, wie gesagt, ein bisschen verwundet an die Knien oder an Beinen oder Arme oder sogar vielleicht an Gesichtern, ja, also durch das Stolpern, ja. Dann muss man schon ein bisschen üben bei uns, ne? Schöne, wunderschöne oder grüne Landschaft als von dem Regenwald, ja. Also wir sind jetzt südlich des Mount Rinjani. Entschuldigung, nördlich des Mount Rinjani, ja. Das heißt ja, diese grüne Landschaft, der grüne Regenwald, der sieht man hier hier vor dem Pusuk Pass, ja. Ja, also links und rechts, so eine grüne Landschaft, ja. Dann jetzt geht die Straße hier steil Richtung Pusuk Pass, ja. Also Pusuk Pass ist halt dann der höchste Punkt, wohin wir jetzt fahren, ja. Also dann, wie gesagt, muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man hier fährt, ja. Also Sie zum Beispiel, wenn Sie halt ein Auto haben und wollen bei uns ein bisschen durch die Straße hier fahren, bei uns hier in Pusuk besonders, dann bitte schauen Sie immer gut, ja. Wie sie dann fahren, ja, besonders sind oft auch schon viel Verkehr. LKW fährt auch schon oft hier bei uns, ja, durch die schmale Straße, dass man auch gut Autos lenken kann, gerade wenn man an eine Kurve wie jetzt hier ankommt, ja, und dann gleich geht die Straße steil hoch, ja, dann muss man gut überlegen, ja. Also von der Gegenverkehr sind auch schon Autos, ist auch der Auto. Dann kommt auch gleich die steile Ecke, ja. Und ich kann immer genießen die schöne Fahrt hier, ja. Also wegen der grünen Landschaft jetzt, also wegen des Regenwaldes, der ist wunderschön. Man muss auch sagen, schon sehr gute Infrastruktur bei uns, ja. Also es gibt schon viele Rutschen an der Ecke. Besonders 2018 zum Beispiel hat es dann so heftiges Beben hier gegeben, ne? Dass die Straße auch schon zum Teil gerutscht war, also kaputt geworden ist, ja, weil die Erde rutschte. Und die Regierung muss dann die Straße wieder neu bauen, ja? Wieder Stütze, Beton anbringen. Da rechts zum Beispiel, da sieht man auch schon ist auch schon richtig betoniert hier. Ja?
Und das ist jetzt schon die höchste, also ist der Steil hier da, also muss man richtig aufpassen. Auf der rechten Seite auch schon, gerade die Bergwand, ja, kann auch schon stürzen, ja. Bei starkem Regen wie jetzt zum Beispiel, es ist nicht so ganz stark zur Zeit, ja, sieht aber anders aus, wenn der Regen sehr stark ist, ja. Und natürlich sehr heftig und sieht man ja fast die Straße nicht hier, bei starkem Regen. Aber wie gesagt, diese Ecke ist ziemlich gefährlich hier, dass oft dann die Erde auf der rechten Seite zum Beispiel von der rechten Seite rutscht, ja, weil diese Straße einfach mal am Hang des Mount Rinjani liegt. Ja. Also wir sind richtig in dem Regenwald von dem Mount Rinjani jetzt hier. Dann fahren wir jetzt Richtung Süden. Dann werden wir dann durch die, also Richtung die Bergrücken rüberfahren, Richtung Süden. Dann kommen wir dann später in einen Ort, heißt Suela. Ja, Suela liegt im Süden, ja. Aber wir müssen erst mal kämpfen, bis wir da oben. Und man hört ein bisschen auch, dass das Motor von dem Auto ein bisschen laut, ja, brummt, ja, und dann... Ja, dann muss man nach irgendwie mal schon sich dann konzentrieren, hier durchzufahren. Ja. Es gibt zwar eine andere Option, wie man nach Süden fährt. Ja, also das heißt ja von Norden. Ja, man fährt einfach mal bei der Kreuzung dann nach links, also nicht nach rechts, ja, sondern Richtung Osten. Ja, Richtung Osten. Ja. Dann kann man einfach mal durch das flache Land einfach mal so nach links fahren, der Küsten entlang, auch schon wunderschöne Küstenlandschaft dort, ja. Ich bin heute Morgen durch die Küsten gefahren, ja, nach Norden, und dann jetzt nehme ich den Weg hier über Sembalun, ja, nach Süden, ja. Wir sind bald hier in Pusuk Pass, ja. Also Pusuk ist der höchste Punkt, ca. 1600 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist der Pusuk Pass, ja, das ist der höchste Punkt, dass man von dieser Ecke noch weiter runter fährt, ja. Das heißt, gibt keine Straße wieder, ja. Also das heißt, es geht dann von hier aus wieder runter. Und ja, man muss einfach nur aufpassen mit den Bremsen, ja. Also jetzt bremsen wir runter und müssen wir dann aufpassen, wie die Leute hier vorne fahren, ja. Also wenn die bremsen, natürlich müssen wir auch schon bremsen, ja, dass wir nicht die Autos dann anfahren. Und dann, oh, das ist ja auch schon ziemlich dunkel jetzt, ja. Ziemlich dunkel. Ja, hören Sie auch schon ein bisschen. Da wird es auch gesungen, ein bisschen von der Ferne. Das heißt, es ist gerade Gebetszeit. Ja? Also das werden Sie oft auf der ganzen Insel hören. Ja? Also jedes Mal, wenn Sie in einem Hotel übernachten, zum Beispiel in Kuta oder in Singigi, ja, da hört man auch ein bisschen dieser Muezzin, ja, die fünfmal am Tag dann einfach so ruft, ja. Also es wird dann so gesungen, also das ist aber kein Gesang, das ist eigentlich die Wörter aus dem Koran, und dann wird es gesungen. Das heißt, die Einheimischen werden aufgerufen, in die Moschee zu kommen, ja, zum Beten. Jetzt ist gerade die Zeit zum Mittagzeit zum Beispiel zum Beten, ja. Aber das ist dann halt jetzt, ich mache dann diese Voice-Over-Nacht, ja. Also das Video läuft einfach, ich habe das aufgenommen, und dann jetzt muss ich dann einfach die Kommentare geben, ja. Und dann jetzt gerade hier von mir zu Hause hört man auch ein bisschen, aber das ist ja ein normales Leben bei uns hier. Wenn Sie dann im Süden zum Beispiel wohnen, in Kuta, da sind auch die heute Muslimis hier, dass man auch sowas hört, ja. Sogar fängt es auch schon sehr früh an, vielleicht um 5 Uhr schon oder um 4 Uhr. Ich bin auch schon früh aufsteher. Ich stehe so circa um 4 Uhr oder um 5 Uhr auf. Ja.
oder bin ich wach geworden und zu dieser Uhrzeit. Ja, wir gehen oder wir fahren jetzt langsam weiter runter durch den Regenwald. Wir müssen aufpassen, wie gesagt, die Straße geht ziemlich steil runter und es regnet auch, ja, dass vielleicht die Straße auch schon ein bisschen rutschig ist, ja. Dann müssen wir dann einfach mal so die Geschwindigkeit ein bisschen einhalten, dass es nicht so schnell ist, ja. Vielleicht im Schnitt 30 Kilometer der Stunde oder 40 Kilometer der Stunde und langsam und aufpassen, wie gesagt. Wir sind gerade auch schon viele Autos unterwegs, ja. Nicht nur Autos, sondern auch Roller, ja. Da sehen Sie die. Das ist wie gesagt, es ist noch dichter Regenwald, ja. Also ist schon etwas dichterer als vorher. Wir sind jetzt im Süden und dann. Wir waren vorher in Zimbalunda im Norden und dann jetzt sind wir auf der südlichen Seite der Insel, ja. Und dann müssen wir dann auch schon ein bisschen, wie gesagt, da die Straße ziemlich steil runter geht hier. Ja, ich kann schon immer genießen, ja. Ich kann schon immer genießen die grüne Landschaft, also von dem Regenwald bei uns, ja. Ja gut, die Straße geht noch weiter runter Richtung Sueladorf, ja. Wir werden dort circa in 10 oder 15 Minuten ankommen, ja. Aber zu Zimbalun nochmal, wenn Sie dann halt nach Zimbalun kommen wollen, dann geht es dann auch schon vom Süden, also von der Stadt aus oder vom Flughafen aus, geht es dann von Süden aus Richtung Zimbalun, ja, also das geht auch gleich so steil, also von Süden aus nach Zimbalun. Das heißt, die müssen auch immer durch die Straße hier rüberkommen nach Zimbalun, oder das geht auch von der Stadt Mataram dann in Kopang entlang weiter nach Osten, ne? Dann werden sie dann eine kleine Stadt erreichen, heißt Masbage, und nochmal weiter Richtung Aikmal und dann nach Suela und dann geht es hoch nach Norden weiter über Pusukpas nochmal. Ne?
Das heißt, das geht ja vom Süden aus, ja. Und es geht auch vom Norden aus, das heißt von der Stadt Mataram, ja. Von der Stadt Mataram geht es dann der Küsten entlang nach Norden, in Tanjung vorbei, dann Bayern vorbei und dann in dem Wasserfall von Sendangila auch vorbei. Dann geht noch weiter runter über Sajang und weiter nach Simbalun, ja. Also da geht auch die Straße gleich so steil hoch, ja. Und es gibt, wie gesagt, zwei Optionen, wenn man von dem Wasserfall Sendangila nach Süden fahren will. Da geht es dann über Sambelia, heißt das, ja. Also es gibt auch schon viele verschiedene Orte im Osten, die auch schon wichtig sind, ja. Also Sambelia war ein bisschen zerstört vor 3 Jahren, also das war im Jahre 2018 durch das große Erdbeben. Wir haben Erdbeben gehabt, der 2018 in der Stärke von 6,2 bis 7,1, ja, das war ziemlich heftig und waren schon viele Häuser zerstört, ja. Also Simbalun war auch schon betroffen und Nordteil, Westteil, auch da ist in Tanjung auch betroffen, ja. Wir haben ziemlich oft dann Erdbeben bei uns auf Lombok oder in Indonesien im Allgemeinen. Da haben wir dann auch schon oft dann leichtes Beben. Und große Erdbeben passiert irgendwie laut Experten alle 50 Jahre. Ja, das habe ich dann früher auch zu meiner Kindheit auch nochmal gemerkt. Oder ich kann auch schon daran erinnern, ja, wie ich früher zu meiner Kindheit auch dann das Dach des Hauses meiner Eltern gewackelt hat, ja, und das war auch schon als Kinder natürlich, als ein Kind. Ich hatte Angst davor und habe geschrien, sogar auch schon meine Schwester auch, ja. Und jetzt habe ich auch schon gemerkt hier, dass Kinder auch oft auch deswegen geschrien, also wegen Erdbeben auch geschrien haben, ja. Also irgendwie mal haben die Angst davor, ne? Also, was man hier unternehmen kann während des Aufenthaltes auf Lombok, zum einen ist nochmal die Fahrt, ja, Richtung Simbalun, ja, also die Bergbesteigung. Und dann rund um Simbalun kann man auch schon die Wasserfälle besichtigen, ja, wie zum Beispiel die bekannten Wasserfälle im Norden sind ja Sendangila und nochmal Tiukelep, ja, also von der Stadt Mataram aus circa 1,5 Stunden bis 2 Stunden Fahrzeit der Küsten entlang nach Norden, ja. Und im Süden sind auch schon welche da. Die sind ja die Benang Stockel und Benang Klambu, ja, dass man auch schon so Wasserfälle auch besichtigen kann, ja. Und man kann auch gleichzeitig irgendwie mal so eine schöne Wanderung durch den Regenwald machen, ja. Also da sind auch schon die Optionen, wenn sie dann hier auf Lombok sind, ja, neben Schnorchelaktivitäten auf vielen Gilis, ja, im Westen zum Beispiel auf Gili Air oder Gili Trawangan, ja, dann, oder im Westen, also Südwesten zum Beispiel, sind ja die drei, also die vielen Gilis auch da, Gili Gede, Gili Nangu, und im Osten sind auch schon die Pink Beach, ja, da kann man auch sehr schön schnorcheln. Also zu meinem Programm gibt es auch schon das Programm Schwimmen mit Haien, ja, mit Haifischen, ja, also das ist ja eine Möglichkeit, also mit Haien zu schwimmen, ja, schauen Sie mal, da steht auch schon auf Ihrem Bildschirm, ja, meine Webseite www.ivanlomboktours.com, ja, also können Sie dann reingucken, einfach mal so da klicken, da gibt es auch schon in der Beschreibung unten in der Video, dass Sie dann auch schon gleich da in meine Webseite reinkommen können, ja. Also dann im Osten sind auch schon die kleinen Gilis, ja, die Kondos, ja, und Gili Bidara zum Beispiel, ja, das sind auch schon Mangroven zu besichtigen, also Sie können dann das immer überlegen. Also es gibt dann viele Möglichkeiten, ja. Außer die Möglichkeiten, was man hier unternehmen kann, hier auch in Indonesien, das heißt, wenn man ein bisschen rausfahren will, also außerhalb von Lombok zum Beispiel, da gibt es Bali. Bali ist ja auch schon sehr bekannt, das kennen Sie. Normalerweise kommen Sie dann auch meistens ja von Bali aus hier nach Lombok.
obwohl es eigentlich noch Möglichkeiten gibt hier, dass man auch über Singapur herfliegen kann, von Europa aus, oder über Malaysia oder Kuala Lumpur, dass sie dann auch über Kuala Lumpur herfliegen können. Aber viele dann fliegen über Bali, dass man schon einen kurzen Aufenthalt dort hat hier, und dann drüber sofort ja nach Gilis, ja, dass man in Gili die schöne Strände da genießen kann, ja, da ist ja auch schon mehr wie eine Partyinsel, besonders Trawangan zum Beispiel oder Gili Air. Ja. Aber für Aktivitäten, für einen aktiven Ausflug natürlich, dann ist ja auch schon in Zentrum Lombok, ja, wie zum Beispiel hier in Simbalun. Ja. Simbalun ist ja seit 5 oder 6, 7 Jahren jetzt schon ein bisschen ausgebaut, ja, also die Straßen zum Beispiel, ja. Also in 80er oder 90er Jahren war die Ecken schon ein bisschen nicht so ganz ausgebaut, oder sage ich mal auch schon ein bisschen unterentwickelt, ja, keine guten Straßen, da gibt es da auch keine Straße, wo durch wie jetzt fahren, noch nicht hier, ja, in der Zeit, das ist ja neu. Früher musste man vom Süden aus einfach mal zu Fuß her hochlaufen und dann um in Simbalun zu gelangen, ja, dann gab ja nur die Straße dort im Norden, ja, nach Simbalun zu kommen, ja, also es geht über Sambalia und dann erreicht man nach vielen Stunden Simbalun hier. Also ich würde sagen, 2012, ja, waren die Straßen noch nicht so ganz gut. Ich bin auf einmal hier durchgefahren früher. Ich bin gerade im 2012 umgezogen, also von Bali. Ich war ja schon lange Zeit auf Bali beschäftigt, ja, und dann muss ich dann umziehen und dann komme ich dann hierher in diesem Jahr, und dann bin ich dann auch schon mal ein bisschen rumgefahren, also mit meinem Auto, da waren auf großen Teil die Straßen ziemlich schlecht. Also ziemlich starke Regen gerade jetzt hier, also wenn wir dann jetzt runterfahren, auch die Straßen auch schon, ist immer steil oft, ja, dann müssen wir dann ganz vorsichtig fahren, um in Süden zu kommen, ja. Also in Suela zum Beispiel, ja, wir müssen ganz aufpassen, ja, also dass wir dann irgendwie rutschen, irgendwie, wenn die Bremse irgendwie mal nicht so gut ist, ja, dann ist sie natürlich schlecht, ja, dann, wie gesagt, nochmal, das ist ja schon der Regenwald, den wir dann im Süden haben, also am Südhang des Mount Rinjani, ja. Das gehört zu dem Nationalpark, ja? Geopark, sowas wird es genannt, ja. Also es wird dann, man sagt aus, es ist schon international geworden. Das heißt, es ist ja internationaler Reichtums geworden, dass es auch schon irgendwie mal von Vereinten Nationen unterstützt, ja. Da gibt's Geld und so weiter. Und deswegen wird es dann auch schon Nationalpark, ja. Und dann jetzt, es wird dann auch schon jedes Jahr kontrolliert und so weiter. Besonders jedes Jahr oder jeden Tag, muss ich sagen, kommen schon viele Leute hoch bei einer Besteigung. Ich würde sagen, ich habe auch schon mitbekommen, da gibt es immer, also im Schnitt 700 Menschen pro Tag, ja. Also das ist ja voll, ja. 700 Menschen, die kommen aus vielen verschiedenen Ländern, also wie von Asien oder von Europa zum Beispiel. Viele sind ja von Malaysia oder von Singapur. Die kommen hier, um Berg zu besteigen, weil die da überhaupt keine hohen Bergen haben. Und dann ist es dann einfach bei uns, ja, von dort aus her zu fliegen. Es gibt ja direkt Flüge von Malaysia aus hierher oder von Singapur aus her. Also jetzt kommt es auch schon langsam wieder. Also das heißt, langsam wird Lombok auch nochmal von Singapore Airlines angeflogen, also nicht direkt von Singapore Airlines, sondern die Tochtergesellschaft von Silk Air. Ja. Also für Sie, die dann halt dann irgendwie gern was Sportliches unternehmen wollen, dann müssen Sie unbedingt hier nach Simbalun kommen. Ja. Wie gesagt, diese Besteigung dauert 3 Tage und die erste Übernachtung kurz vor dem Gipfel, ja, das sieht dann stundenlang für die circa 300 Meter Entfernung brauchen sich. Also weil da ist voller Sand da, wenn sie dann einmal
einmal also einen Schritt machen, dann rutscht die Schuhe wieder zurück, ja, die Hälfte. Und deswegen dauert das schon länger. Ja. Normalerweise ist man dann schon bei dem Sonnenaufgang dort oben auf dem Gipfel genau. Ja. Deswegen muss man auch schon sehr früh aufstehen und die Besteigung weitermachen. Ja. Ja, schon schöne Landschaft. Es ist ja schon, wir sind schon hier draußen jetzt. Das heißt, schon ein bisschen heller geworden. Durch den Regenwald war schon ein bisschen dunkel da, auch in den starken Regen. Und dann jetzt sind wir auch ein bisschen draußen, dann ist es schon heller geworden. Da sieht man auch links und rechts die Nelkenpflanzen, ja, Nelkenbäume oder verschiedene Arten von Pflanzen. Oder Bäume auch wie Bananen zum Beispiel haben wir dann auch, ja. Haben wir auch schon jede Menge, besonders die Bananen können über die ganze Zeit, das ganze Jahr wachsen, dass es dann überhaupt keine Saison hat, ja. Das heißt, wir können das ganze Jahr Bananen essen, ja. Da gibt es auch schon jede Zeit Bananen in dem Markt bei uns, ja. Sie sind ja sogar frisch, ja. Da wird es dann auch oft dann in die andere Insel geschickt, ja. Zum Beispiel nach Java, nach Jakarta hin, ja. Wenn die dann halt nach Jakarta geschickt werden, dann werden sie dann erstmal in eine Lager aufbewahrt und dort angereift, ja. Oder einfach mal auf die Fahrt selbst auch schon gilt als Reiferei, das ist auch schon ein bisschen warm da gemacht, ja. Und dass wenn sie dann in Jakarta nach 3 Tagen oder 4 Tagen da ankommen, dann ist schon reif, dann ist es dann schon essensbereit, ja. Also man kann schon direkt, man kann es dann so gleich essen, ja. Ja, wir sind schon jetzt im Süden, also südlich des Mount Rinjani, aber ich sehe auch noch immer noch viele Autos, Roller, die dann gerade Richtung Simbalun fahren, also von unten. Es ist immer noch, es regnet immer noch, so ein starker Regen, ja. Ja, die Leute leben halt ja von der Landwirtschaft, ja. Und Regen ist halt wichtig, ja. Und manchmal hier auf den Bergen, wenn wir dann überhaupt keinen Regen haben, da gibt es da auch schon das Bewässerungssystem. Und dann wir haben immer das Wasser vom See oben, ja. Und dann besonders wenn wir den uppigen Regenwald haben, dann haben wir meistens schon immer Wasser, ja. Oder es regnet auch schon auf den Bergen oft öfter oder durch das ganze Jahr. Im Allgemeinen haben wir dann 2 Saisons, ja. Das heißt, wir haben ja immer Regenzeit und die Trockenzeit. Und dann jetzt ist eigentlich nicht so ganz normal, im Juni Regen zu haben, ja. Irgendwie mal haben die Experten auch recht, ja, dass es dann auch diese Klimawandel gibt, ja. Also das muss ich sagen, dass im Juni wir überhaupt keinen Regen haben. Also können wir dann immer erwarten Juni, Juli, August, ja, bis ab Oktober, September. Also da würden wir dann ganz wenig Regen haben. Und den Regen haben wir dann erst dann im November, wenn gerade die Regenzeit anfängt, ja. Aber jetzt schon das ganze den ganzen Juni, also haben wir dann schon immer noch den Regen, ja. Also normalerweise, wenn die Europäer fragen, wann ist dann die gute Zeit, um hier nach Indonesien zu kommen, also würde ich dann immer sagen, im Sommer, also ist gerade bei, in Europa gerade Sommer, das ist dann bei uns jetzt zwischen Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober und November ist gerade Anfang der Regenzeit, da wird es dann viel regnen und dann haben wir dann den meisten Regen zwischen, also das im Monaten von Dezember und Januar, ja. Dann, aber trotzdem, wir sehen, ja, es ist schon viel Regen, aber vielleicht es ist gerade nur hier im Es ist gerade nur hier oben auf dem Berg, ja. Wenn wir dann dort unten sind, vielleicht ist es ja noch trocken, ja. Aber ich muss sagen, ich wohne im Süden, hat es auch schon die letzten paar Wochen auch oft geregnet, meistens dann abends, ja, oder nachmittags, ja. Dann ist halt so, ne. Ja, wir sind ja schon im Dorf von
Suela, oder ich würde sagen, dieses Dorf heißt Plavangan. Also Plavangan heißt die Tür oder das Tor. Also bevor man in den Berg hoch fährt, ja, das heißt, man fährt hier durch, ja, hoch, ja. Das ist ja die Tür oder das Tor. Und wir sind jetzt in dem Ort von Plavangan, dass wir dann schon hier unten sind, aber wir sehen, es ist dann immer noch nass, ja. Das heißt, es hat schon ziemlich stark geregnet und wir sind auch schon noch immer noch ziemlich hoch. Ich würde sagen, wir sind gerade 1200 Meter über dem Meerspiegel und diese Ecke hat so eine kühle Temperatur, ja. Man schwitzt unten öfter, also wenn man gerade an der Küste wohnt, wo ich wohne, dann schwitzt man die ganze Zeit, ja, aber hier oben auf dem, in dem Dorf, ja, das ist schon kühle Temperatur. Ich würde sagen 20, 18 ist schon kalt, also für uns, ja, also ich meine für die Einheimischen natürlich, die ich dann gewohnt sind, weil mit der Temperatur hier oben in Plavangan, ja, dann ist ja kein Problem mehr, dann brauchen sie keine dicke Jacke. Aber für uns oder für mich besonders, ich wohne dort an der Küste, dann ist es ja auch schon mir ziemlich kalt. Ja. Wenn die Temperatur 20 oder 25, 26, da würde ich schon Jacke tragen. Ja. Ja, Sie sehen oder wir sehen hier nochmal hier links, ja, das ist ja der Regenwald immer noch, ja. Dieser Regenwald heißt Lamor, ja. Also Lamor ist ja eine Wasserquelle, wo auch schon Schwimmbad da ist, ja, dass die Einheimischen auch dorthin fahren kann, die fahren können, um zu baden. Also das heißt ja, die Einheimischen springen auch oft gerne in frisches Wasser, also manchmal sagt man, es ist ja so kaltes Wasser bei uns hier und die kommen hier zu dem Ort hier, um zu baden oder einfach mal um eine kleine Wanderung in dem Regenwald zu machen, ja. Links, ja, also rechts ist eine Plantage von Kakao, Kaffee, wir haben so große Plantage von Kaffee und Kakao bei uns hier. Und die sind schon überall. Wir haben dann meistens einen Berghang, also von dem Mount Rinjani. Im Süden oder im Norden haben wir dann zum Beispiel Cashewnuss, ja? Cashewnuss-Plantage, ja? Wurde in der Kolonialzeit irgendwie mal so hinterlassen, ja? Von den Kolonialherren. Und dann, die werden dann jetzt auch noch immer noch von der Regierung bewirtschaftet, ja. Ja, nochmal, das ist hier links Lamor Regenwald. Ja. Wir kommen langsam hier unten näher in ein
in eine kleine Stadt heißt oder in einem Dorf von Suela. Ja. Aber kurz vor Suela ist nochmal dieser Nationalpark oder Regenwald von Lamor. Ja. Also wenn man nach Lamor fragt, ja, dann wird sofort von den Einheimischen gezeigt Richtung Osten oder Richtung Rinjani. Ja. Also es liegt am Hang des Mount Rinjani. Da ist auch schon Affenwald. Ja. Schon gut, ja, schon interessant für viele Kinder. Also wenn die halt auch gern Affen beobachten, ja. Da ist auch schon Affenregenwald da oder Affenwald, ja, dass man auch mit Affen schon ein bisschen spielen kann oder dass man die auch füttern kann, weil die auch schon so süß sind. Ja. Die Affen sind eigentlich überall zu finden. Da gibt es im Westen, da gibt es im Norden, Osten, Süden, ja. Die sind fast überall. Ja. Man kann überall Affen sehen. Ja. Das sieht jetzt schon ein bisschen trocken aus, ja, die Straße. Also ich meine, es ist schon ein bisschen nass, aber so ein mehr trockene Ecke, ja. Es hat vielleicht so ein bisschen geregnet, aber nicht so ganz viel, ja. Das ist jetzt das Dorf Suela, ja. Eine große Moschee haben wir dann auch hier rechts, ja. Wie gesagt, Moschee gibt es überall, ja. Und ich mache auch schon ein bisschen Stopp hier an der Moschee, aber natürlich können wir, Sie können auch schon sofort schauen, also bei dem Video hier. Das heißt, ich werde keine Aufnahme machen von dem Gebet hier in der Moschee, aber sofort dann werden Sie da in dem Video sehen, ja, dass wir dann weiterfahren. Ja. Wie gesagt, Suela heißt das, ja. Wir sind ja schon fertig. Und dann wir fahren jetzt weiter Richtung Süden und der Rest der Fahrt, der können Sie einfach die Musik genießen und sehen Leute, wie die bei uns hier leben, da wir dann immer noch durch die Landstraße fahren, dann werden Sie die Verweise, also sehen Sie, wie die Einheimischen hier bei uns mit Roller fahren. Ja, ja, es geht dann weiter und ja, dann schauen Sie, genießen Sie mal die schöne Landschaft, ja, also da werden Sie dann auch schon viele Einheimischen sehen, die auch unterwegs sind mit ihrem Roller. Ich muss sagen, diese Ecke heißt nochmal Suela und da gibt es dann auch schon eine andere Ecke, heißt Sapit, ja. Da sind auch schon volle Reisfelder, also Reisterrassen, also die Terrassen auf Reisfelder, natürlich braucht man hier für eine bessere Bewässerung. Das heißt, wenn es einfach mal so steil bleibt, ja, also liegt so ohne Terrassen, das ist ja natürlich schwierig, also das Wasser zu bekommen, ja, dass das Wasser immer runterfließt, ja, das Wasser muss besonders bei Reisanbau kurz für etwa einen Monat da bleiben, dass der Boden immer nass bleibt, ja. Und so muss es sein, ja. Dann die Reisbauern müssen sich drum kümmern, ob das Wasser gut ist, ja, also ich meine, genug Wasser gibt, ja, besonders wenn es gerade frisch reingesetzt, die Setzlingen im Boden, ja, im Schlamm, dann muss immer im Wasser stehen für etwa einen Monat, ja, und dann nach einem Monat, dann gibt es dann auch schon viel Arbeit, dass es viele Insekten gibt, ja, also die oft auch schon die Reispflanzen zerstören oder auffressen. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel Heuschrecken, ja, also Heuschrecken, die fressen oft dann die Reispflanzen. Oder da gibt es auch schon kleine Insekten, also gerade wenn die Schalen, Reisschalen, irgendwie mal schon Flüssigkeit, ja, also von Flüssigkeit wird es hart, wird es Körner, ja, also in Schalen drin. Ja. Wenn die noch so Flüssigkeit, wenn die Flüssigkeit da ist, ja, da gibt es dann Insekten, die oft auch die Flüssigkeit dann raussaugen, ja. Das heißt, da gibt es nur leere Schalen, ja. Das heißt, es gibt ja keine gute Ernte, ja. Deswegen muss alles immer kontrolliert werden. Da gibt es dann auch schon mal natürlich Ratten. Also Ratten sind die Feinde der Reisbauern, ja, so dass die Ratten die Pflanzen dann auch fressen können, ja. Also dann müssen die dann auch irgendwie mal aufpassen, ja, also dann die Reisbauern gehen auch schon jeden Morgen auf Reisfelder und kontrollieren, ob alles okay ist, ja.
Und alles wird bei uns ja mit der Hand gemacht. Ja? Also Reisanbau, Reis reinsetzen, ja? Die Setzlinge reinsetzen. Und bei der Ernte zum Beispiel, da müssen die halt die Reispflanzen mit Sichel abschneiden. Und es wird dann gedroschen. Also das heißt, so lässt man die Körner runterfallen, ja, und dann man muss auch schon richtig das behandeln, ja. Also das heißt, wenn die dann schon abgeerntet sind, ja, und dann da sind ja schon Körner noch mit Schalen, dann müssen die dann auch schon getrocknet werden, ja. Also wenn sie dann nicht trocken genug sind, ja, das heißt, die können auch schon wachsen, ja, wieder die das Sprossen rauskommen und dann die können dann aufwachsen, ja, also die können ja wachsen, dass man das überhaupt nicht essen kann, ja? Und dann muss man halt dann auch schon viel tun, ja, um gute Qualität vom Reis zu bekommen, ja. Ja, da werden Sie dann bei uns auf Lombok viel sehen können. Schauen Sie in meiner Webseite, da gibt es dann auch schon viele vorgefertigten Ausflüge, oder Sie können auch schauen, da gibt es dann auch schon, wenn Sie halt dann einen Fahrer brauchen, der Deutsch spricht, das bin ich dann, ja, dann können Sie dann einfach mehr dazu eine Nachricht schicken. Da gibt es auch schon meine Nummer in der Beschreibung drin, ja. Oder Sie können einfach mal erstmal durchstürmen durch meine Webseite. Da gibt es dann viele Angebote von vorgefertigten Ausflüge oder einfach mal so freie Ausflüge, wenn Sie halt nur einen Fahrer dafür brauchen, dann einfach mal sich melden bei mir, ja, per WhatsApp, ja, per WhatsApp ist ja sehr gut, ja, da habe ich dann auch auf WhatsApp Kataloge, was Sie dann auch schon schauen können, ja, also das heißt, Sie müssen nicht immer in meine Webseite reinkommen, ja. Was Schönes ist dann von Lombok aus, wenn Sie dann auch schon ein bisschen außerhalb von der Insel fahren wollen, da gibt es auch Möglichkeiten mit Walhai zu schwimmen. Ja? Das heißt, wir müssen dann außerhalb, also nach außen fahren, also im Osten der Insel ist eine größere Insel, heißt Sumbawa oder Sumbawa Besar. Ja? Da gibt es Möglichkeit, sowas zu sehen, ja? Oder das zu unternehmen, dass man beim Schnorcheln, ja, mit Walhai schwimmen kann, ja? Oder vielleicht Sie sind nur noch am Überlegen, nach Java zu fahren. Da gibt es auch schon Angebote, da haben wir auch schon Leute, die Sie dann betreuen können, ja? Wie zum Beispiel ein Borobudur zu besichtigen. Also Borobudur ist weltberühmter Tempel, das sei der Welt, also der größte Tempel in Südostasien oder sogar in der Welt, auf der Welt, ja? Da sind auch schon die Begleittempel, ja, also wie Prambananda, ja, also unterschiedliche Sachen kann man so miterleben. Also auf Java, besonders Kultur ist auch interessant. Also ich war früher oft auch schon auf Java unterwegs für eine Reisebegleitung, ja, dass ich auch früher auch schon oft für diese Begleitung machen muss, ja, also machen dürfte, dass ich dann auch schon während der zweiwöchigen Reise auf Java zum Beispiel mit vielen Stopp überall, ja, muss ich dann viel erzählen, ja, und ja, dann ist ja für mich auch schon toll, ja, also weil ich die Arbeit auch schon mag, ja, also Deutschland sind schon seit früher auch schon oft hier bei uns unterwegs gewesen, ja. 1991 zum Beispiel habe ich dann angefangen mit meiner Arbeit und da waren auch schon viele deutschen Gruppen, meistens dann waren die Senioren, ja. Und ja, die haben, so konnten die früher auch schon die Insel kennengelernt, ja. Da gab es dann auch schon Studiosusreisen, dass man auch schon ein bisschen studieren, also ein bisschen noch tiefer kennenlernen kann. Also die Insel oder die Inselwelt oder die Insel Java zum Beispiel oder Indonesien im Allgemeinen. Ja. Sehen Sie, der Mann hier auf dem Roller hat ja jetzt hier Haufen von Pflanzen, die sind Maispflanzen, ja. Also vier Futter. Also hart müssen sie auch arbeiten. Da müssen sie dann alles dann mit dem Roller reinpacken und befördern nach Hause.
und dann können sie dann vielleicht für 2 Tage ein bisschen Pause machen, um Futter zu sammeln, ja? Oder es geht sofort in den nächsten Tag auch wieder los, ja? Um Futter zu suchen. Ja? Aber wie gesagt, zur Zeit, es regnet viel und dann ist grün geworden, da wachsen überall Gras zum Beispiel, ja? Dass die Vieh, also Kühen oder Wasserbüffel, gern sowas fressen. Ja? Ja, wir sehen gerade auch schon einen Roller da, also da sitzen schon 3 Menschen, ja, also 2 Frauen und ein Baby, ja, also die Frau sitzt ein bisschen schräg so rum, das ist normal, weil die dann halt Sarung trägt, ja, dann kann man ja nicht so normal sitzen wie die Damen hier vorne, ja, aber das ist ja schon normal bei uns, ja, das werden sie dann öfter hier sehen, dass Frauen so auf dem Roller sitzen. Und auch noch viel mehr werden Sie dann auch miterleben während der Fahrt hier bei uns auf Lombok, ja, dass die Einheimischen die Roller ein bisschen ausnutzen müssen, also um Sachen zu bringen oder mitzunehmen. Ja. Wie zum Beispiel, da gibt es dann auch schon oft dann mobile Laden aus Roller einfach, dass die Roller einfach mal so voll beladen ist, ja, dass man überhaupt den Verkehr auch ein bisschen schwierig sehen kann, wenn der Fahrer zum Beispiel seinen Spiegel hat, ja, links und rechts und dann die Lasten hinter denen, hinter dem Fahrer irgendwie mal so ein bisschen ausstreckt, also links und rechts, und dann kann er nicht so einfach nach hinten gucken durch den Spiegel, ja. Also ein bisschen gefährlich, aber wir sind auch schon, wie wenn wir ja dann fahren und dann sehen sowas, ja, sind wir auch schon ein bisschen vorsichtig, ja, dass wir dann überhaupt den nicht anfahren, ja. Also wir müssen ein bisschen dann verhindern, ja. Also das ist anderes Land, andere Gewohnheit, ja. Das muss man schon immer so dran denken, ja, dass das alles dann nicht so gefährlich ist, ja. Die Einheimischen können einfach nur so einen Roller leisten, um normal leben zu können, ja. Das heißt, ohne Roller wäre dann schwierig, ja. Auto wäre dann zu teuer für dich, ja. Also ein Roller, wie gesagt, wie ich dann auch schon vorher schon erwähnt habe, die Einheimischen irgendwie müssen Roller 5, 4, 3 Jahre abzahlen, ja, in Raten zahlen, ja. Und dann erst nach 3 und nach 4 Jahren, wenn der Roller irgendwie mal schon so alt geworden ist, ja, oder ein bisschen schon gebraucht, ja, erst können die, dann haben die im Prinzip auch schon eigene Roller, ja, aber es dauert dann schon 3 Jahre, 4 Jahre, manchmal auch schon 5 Jahre. Also ich muss sagen, das ist ja mein Kanal. Über den Kanal informiere ich alles Mögliche, also alles, was dann hier in Lombok gibt, ja.
Also wenn Sie dann halt dann sich interessieren für Lombok, dann können Sie dann also sich dann an meinen Kanal hier abonnieren. Ja? Da steht auch schon mein Name drauf. Ivan Kunjavan ist ganz einfach zu merken. Ja? Oder ja, Sie können sich dann abonnieren, dass Sie dann auch schon jeder Video, neue Video auch mitbekommen können. Also es gibt ja eine Benachrichtigung, ja, dass ein Video hochgeladen ist, ja. Dann können Sie dann immer gucken, was dann hier gibt, was Neues gibt, ja. Und ich würde sagen, wir werden uns dann sehen in Lombok, ja. Dann schauen Sie mal meine Webseite, da gibt es viele Angebote da, und wenn wir uns gut, da werde ich Sie dann gern treffen, werde ich Sie gern werde ich dann Sie dann begleiten während des Aufenthaltes hier, wenn Sie dann Ausflug machen. Und natürlich, ich freue mich, Sie dann kennenzulernen. Ja. Also, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und dann natürlich, wenn Sie da auf Lombok sind, ja, dann schönen Aufenthalt hier bei uns auf Lombok oder in Indonesien. Ja. Und wir sehen uns da. Ja. Dankeschön. Ja. Bitte nicht vergessen, sich zu abonnieren an meinen Kanal. Ja.